Weihnachten ohne einen schön geschmückten Christbaum ist kein echtes Weihnachten. Darum stellt sich jedes Jahr die Frage, woher bekommt man nun einen schönen Weihnachtsbaum? ATV und Quod war zu Besuch bei der Firma Fischer Agrar in Mittermerking. Das Örtchen befindet sich in der Nähe von St. Pölten in Niederösterreich. Bei leichtem Regen und kühlen 5 Grad durften wir mit dem Quad von Michael Hauser mitfahren, der im Familienbetrieb für die Logistik der Christbäume verantwortlich ist. Als erstes will er mir mal zeigen, wo die Christbäume für den Verkauf ausgewählt und geerntet werden. Na dann mal los! Das Anbaugebiet ist groß und unüberschaubar. Hier setzt Fischer auf ATVs, um schnellstmöglich von A nach B zu gelangen. Das spart Zeit und Geld. Hey, hier habe ich doch kurz Schafe gesehen. Wozu die Schafe hier auf dem Areal frei herumwandern, erklärt uns Michael später. Nun bin ich schon gespannt, wann wir hier auf die ersten Mitarbeiter treffen. Vorher wird alles geschnitten. Ja. Und dann fahren sie praktisch Schritt für Schritt Belastung 4er. Geht mit der Maschine mit durchgezogen. Ja. Weil mit der Hand ist das gar nicht möglich. Weil das muss so eng verpackt werden und das geht einfach von der Kraft her gar nicht. Und wir fahren Linie für Linie 4, lassen dann die Bäume stehen, ja. Und dann kommt der Nächste mit dem Kran, ja. Der fährt dann durch, hebt alles auf und nimmt alles mit runter auf den Platz, wo wir vorher unten waren, da wird es dann geschnitten. Da sieht man das jetzt praktisch da. Da ist unser Gebäude unten, mhm. Und dann diese Holzgestell, was da ist, ja. Das lange. Bis dorthin geht praktisch die Kultur, das ist alles, das sind alles Christbäume, was man da sieht. So kommen also die Christbäume in die weißen Netze. Bei der nächsten Station sehen wir dann, wie die Christbäume eingesammelt werden. Also oben haben wir jetzt gesehen, die Bäume werden praktisch geschnitten, mit der Maschine durchgezogen, durchs Netz, das geht mit der anderen, das ist relativ schwer. Wir werden dann auf der Seite gestapelt und der Kranwagen hebt das dann auf, lohnt das auf und im Hof unten wird das Ganze dann praktisch geschlichtet, je nach Klasse, nach Höhe, nach Größe, Sortiment. Und was machen nun die vielen Schafe, die hier zwischen den Nordmann-Tannen und Blaufichten umherwandern? Und die Schafe sind da in der Christbaumkultur. Die fressen praktisch das Gras. Zwischen den Christbäumen fressen den Baum nicht an. Und das ist natürlich auch ein Murz vom Zeitersparnis, weil man nicht alles machen muss. Das bleibt zwar nicht der Sport, aber man muss nicht alles machen. Also laufen die 800 Shropshire-Schafe quasi als lebende Rasenmäher auf dem Areal frei herum. Das ist ja praktisch. Gut, genug gesehen. Nun weiß ich, wo ich meinen Christbaum für dieses Jahr kaufen werde. Bei Fischer kann ich ihn mir auch selbst aussuchen und absägen. Tolle Idee. Im Hof unten wird das Ganze dann praktisch geschlichtet. Je nach Klasse, nach Höhe, nach Größe, Sortiment. Und wir haben insgesamt ich glaube 8 oder 9 Christbaum-Verkaufsstände, wo dann praktisch immer ein Mitarbeiter von uns durchsteht. Von 8. Dezember bis 23. meistens und die Bäume werden dann dort verkauft.